Ich habe soeben den neuen Song des Steinplan Freddy angehört, mehrmals. Und dann habe ich ihn bewertet. Sehr gut. Und dann bin ich zufällig, also in der Lasche auf, wieder einmal auf Boris Bukowski wurde mir vorgestellt, also präsentiert. Als Empfehlung, da habe ich drauf gedrückt, da habe ich mir jetzt seine Lieder wieder angehört. Das erinnerte mich an die Jugendzeit. So schön jetzt niemals wieder. Also wunderschön. Der Herr Borkowski, der strahlt auf mich eine geistige Aura aus. Ich denke immer an Arcangelo Gabriele. Dieser Engel, dieser Kraft und diese Pracht. Und er hat das gut verkörpert durch die Film- und Bildtechnik. Also, das ist schön. Das ist ein schöner Mann auch. Und da habe ich gedacht, da ist auch Steinplan Freddy und der Buskowski ist ja gegensätzlich konträr auch in der Aussagekraft, in der Bildgestaltung, in der Vokalität, in der Instrumentalkraft. Also genau das Gegenteil eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, ich war als Junge schon sehr gefühlsbetont, affektbehaftet, oft wenn ich beleidigt oder gekränkt wurde. Ich weiß noch, als ich ein Junge war, war meine erste Professorin, einer der Bass, die hat schon so viele Titel gehabt, die habe ich als Liebespartnerin gehabt. Da hat sie mich beleidigt. Das habe ich bis jetzt noch im Herzen. Und als ein Arbeitskollege mit mir einmal Informatik, also weil ich ein sehr strebsamer Mensch bin, ich bin Geisteswissenschaftler, also Informatiker. Und da hat mich einmal Arbeitskollegin, Informatiker beleidigt ein bisschen. Und da habe ich dann 12 Jahre immer wieder Leute dafür bezahlt, weil ich wenig Freunde hatte. Also ich habe nicht so viele Freunde damals gehabt, dass ich immer wieder einen anderen heranziehen kann. Hab ich gesagt, ich sage jetzt, ich weiß nicht, damals Schilling waren es noch, ein bisschen Geld, wenn du mir zuhörst und dich fotografieren lässt, in ein Streitgespräch mit mir einlässt. Und ich habe immer dann über Mücken geredet. Das heißt, dass die Mücke viel klüger ist als alle österreichischen Informatiker und alle Rechtsphilosophen und alle, die an allen Fakultäten Geisteswissenschaft vertreiben, dass ich einer Mücke in der Kunstfertigkeit einer Mücke mehr genetische Veranlagung an Verstand und göttlichem Geist drinnen ist, als der Mensch je hergeben kann mit all seiner Wissenschaft. Und das hat auch meine väterliche Bezugsperson, der Psychiater, war gesagt, alle Ärzte zusammen können nicht die Pfote einer einzigen Ameise heilen, wenn sie sich am Sandkorn verbrennt. Und da sehen sich alle großen Psychiater einig. Also die sagen alle, Hansi, du bist ein gescheiter Mann. Und ich bin so stolz drauf, dass ich 12 Jahre hinein, ich bin da penetrant, nachhaltig, immer wieder zu streiten beginne und sage, pass auf, und ich fange wieder mit der Mücke an. Ich erkläre ihm das wieder meinem Informatikerkollegen, wenn er destruktiv und dingrophil wird, erkläre ich ihm das schon 12 Jahre. Schau jetzt wieder, ich kann es leider ins Internet stellen, nicht stellen, weil ich habe nicht so viel Serverkapazität für dich übrig, aber es ist wieder einen 4-stündigen Kurzfilm habe ich gemacht. Also den 30.000. 4-stündigen Kurzfilm. Dann fragt mich dieser Informatik Kollege, ja, worüber handelt es sich schon wieder? Dann sage ich, es geht noch immer um die Mücken. Ah, um die Gangs der Mützen. Gegen dich, du Krüppel, du destruktiver Scheißtyp. Also da bin ich dann nachhaltig. Dann kann der Österreicher, der Wissenschaftler, der sich immer auf erkenntnistheoretische Grundsatzüberlegungen oder auf die Epistemologie bezieht dann und beruft auf die Staatsbürgerschaft von Österreich, ja, merkt er, bei mir kommst du nicht durch. Ich bin Psychiater, ich habe das Gehirn. Eine Majestät. Mama? Da gebe ich nicht nach. Also da kann mein Leben vorher zu Ende sein. Dir zeige ich es noch. Das ist die Qualität meiner Ehrgeizigkeit sozusagen. Da gebe ich jeden Luxus her. Wenn ich 30.000 Euro habe, sofort investiert für Filmmaterial, damit ich es zeigen kann. Der Mückenschwamm, da ist ja überlegen. Glaub mal das. Da kann man nicht sagen, das ist nicht zum Einlenken bereit, sondern im Gegenteil. Durch die Überzeugungstechnik und durch die Kraft der Inhärenz und des Affektes und durch das über Jahre versuchende, barmherzige Zureden, wie der Bukowski das auch tut, kann man schon
einen Beitrag leisten, dass man sagt, ja, das Jammern, das demütige Flehen um Erbarmnis hat nichts genützt bei dir. Aber die Kraft meiner Männlichkeit, die wird dich verfolgen, nicht nur im irdischen System, sondern für immer da. Das heißt, der Mann, der Kräftige, der ein reines Herz hat und einen heilen Verstand, wenn der ewig gedemütigt wird, zuerst wird er jammern, das, was er heißt, kundtun, sein sehnsüchtiges Verlangen, dass er sich gedemütigt, frustriert fühlt, dass seine ganze Familie umkommt, nur weil einer alles besser wissen will. Da wird er jammern. Das Jammern ist eine sehr nette, betende Zuwendung zu Mitmenschen. Wenn du das nicht erhörst und das über viele Jahrzehnte in Roman drüber schlägst, dann straft dich die Gottheit mit dem Erzengel Raffaello. Und ich bin lieber dann bei der Gottheit, kann man das. Da sagt dir ein Mensch, der nicht so eine Birne hat wie der Sigmund Freud, sondern ich glaube, dass ich da besser beraten bin. Millionenmal, Milliardenmal so stark wie Sigmund Freud. Also, nimm die Züchtigung eines Vaters an und höre auch auf Boris Bukowski, glaub mir das, und auf seine Gitarre.